Hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play Euro Truck Simulator 2 mit dem Kai Hi, und und wir sind mir. im Multiplayer. Wir sind im Multiplayer, ja stimmt, habe ich vergessen zu erzählen. Und wir stehen im Steinbruch von, ach Gott, wie heißt der Ort? Hab schon wieder vergessen. ja. Kalmar. Ja, Kalmar oder zwischen Kalmar und Linköping. Joa. Genau, so und ich habe einen Bora D50 geladen. Und ja, ich habe einen Bora D50 Ach, geladen. du auch? Ja. Wir fahren nach Krakau. Beziehungsweise ich nach Katowice. Ja. Das ist so beides nebeneinander in Polen. Und Die bohren da einen Tunnel, weißt wir haben weder ein Schwert dabei, noch heißen wir René. du? Ja, wer weiß, worauf das eine Anspielung war, schreibt es in die Kommentare. Und ja, wir können ja schon mal losfahren. Und, ich stehe da, wo ich dann tatsächlich den Trailer aufgenommen habe. Kai auch. Und ja, jetzt muss ich hier einmal ganz rumfahren irgendwie. Na, gucken wir mal, Ich ob ich fahr das schon mal hinkriege. los. Weil, ja, Ja. das ist, du kannst immer nur eine Richtung fahren hier in diesem neuen, in den neuen Steinbrüchen hier. Die anderen war ja da noch anders. Ja. Auch ein tolles Deutsch. Toller Satzbau. Ja. Bum, bum. Ah ne, da kommt er schon. Der Ja. ist doch so rumgefahren. Ja. Hab vorhin schon einmal mit der Flycam geguckt, wo ich langfahren muss. Also hier, so, zack. Ja, und der Kai nimmt heute leider nicht auf. Warum nicht? Nee. Ja, irgendwie funktioniert es nicht. Ich habe, ja, wenn die Aufnahme startet und dann gucke, also ich mache da immer vorher eine Probeaufnahme so, und dann nimmt ihr zwar den Ton auf, aber ich habe einen schwarzen Bildschirm. Warum das so ist, keine Ahnung. Na, wir haben eben noch mehrere Sachen durchprobiert, oder Kai hat Ja. mehrere Sachen noch durchprobiert. Ging leider nicht. Kein Plan, was da los ist, deswegen im Moment keine Aufnahmen von mir. Ihr meckert jetzt ja hier im Display sogar, dass ich die Liftachse oben habe. Ach was, echt? Ja, er zeigt mir mal hier irgend so eine Lampe an. Aha. Ja, das ist ja so ein langer Anhänger hier. Ist wirklich lang. Das hätte beinahe das Stoppschild zu merken bekommen. Ja. So, ich stelle mal geschmeidige 90 km/h hier auf der Landstraße ein. Man muss das ja nicht übertreiben mit dem Tempo. Nee. Ja, ach so, ja, der Kai ist jetzt mit dem DAF unterwegs. Das hat er ja in der letzten Folge schon angekündigt. Genau. Mit meinem kleinen Zitronenfalter. Der schon Wir haben uns 413.000 Kilometer runter hat. vorhin getroffen an der Garage in Kalmar. Ich denke, boah, was blendet mich denn hier so? Also, und dann habe ich festgestellt, das ist der LKW, der da um die Ecke kam von Kai. Weil dann auch noch genau die Sonne drauf geschienen hatte. Ich weiß nicht, ob von deinen Zuschauern irgendjemand mal dieses Truck-TV gesehen hat, die Nabas. Kennst du das? Ich kenn's, hab's aber noch nie gesehen. Steht aber noch auf meiner Ja, der hat Liste, die ich mittlerweile ja machen will. leider aufgehört. Aber der hatte so einen gelben DAF. Ach so, ach guck an, auch mit Ja, blauen und Streifen. da. Nee, ich glaube ich nicht. Weiß ich gar nicht mehr. Nee, der hat ja so eine Krone drauf gehabt, aber das gibt's halt eben beim Euro Truck Simulator nicht. Und das mit den blauen Streifen hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ja, hab die dann mal so genommen. Ja, ich habe mir vorgenommen, jetzt erstmal noch die ganzen alten Folgen von Sascha LKW vernünftig nachzugucken. Okay. Ja, das ist auch interessant, was der so treibt. Ja. Und dann, wenn ich damit durch bin, dann gucke ich mir hier Truck TV an. Ja, im Moment komme ich leider ganz wenig zu YouTube gucken, weiß auch nicht.
Ja, ich gucke mir ja so eine Folge von Sascha, geht ja meistens mal so 10 bis 15 Minuten. Gucke ich mir manchmal auch auf der Arbeit an. Also jetzt nicht, wenn ich am Fahren bin natürlich, sondern wir haben ja manchmal Ja, dann klar. so 20 Minuten Wendezeit irgendwo in Nienburg oder in Celle, dann passt das immer ganz gut. Ja, hast du so viel Datenvolumen, dass du Naja, es dir. hält sich in Grenzen. Ich habe 4 Okay. Gigabyte. Ja. Aber ja, dadurch, dass ich jetzt Anfang des Monats noch krankgeschrieben war, habe ich da jetzt noch nicht so viel verbraucht. Deshalb Ja. kann ich das jetzt noch verballern bis Ende Februar. Also ist ja jetzt, was haben wir denn heute? 26. Ja, dann. Ja, hast noch Montag. Ich weiß nicht, ob du am Wochenende arbeiten musst, dann. Ja, Samstag, Sonntag muss ich arbeiten. Deshalb Ja, kann dann ich hast du leider auch noch. nicht zur Podcaster-Coolfahrt, die ja morgen stattfindet. Also wenn ihr Okay. das Video Ja. seht, heute, glaube ich. Ja, heute ist dann Samstag. Ja, genau. Die Podcaster-Coolfahrt, organisiert vom Potschnagger. Ja, kann ich Nee, leider nicht heute ist hin. nicht Samstag, heute ist Montag, Dienstag. Ach stimmt, die Wir haben Folge nur kommt noch. eine Folge, die wir Stimmt. noch veröffentlichen Oder müssen. diese Zeitraumverschiebung immer, ne? Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Ah, rote Ampel. Ja, ich bin eh nicht so schnell unterwegs wie du. Aber ich fahre Sagt doch der. bloß 90. Ja, aber der DAF hat auch weniger PS, ne? Ja. Also ich hing da vorhin an dem Berg schon ziemlich. Ah, dann sag das doch. Das ist ja kein Problem, ich sehe dich ja. Solange ich noch einen grünen Punkt sehe, geht's mir gut. Oder möchtest, eigentlich wäre es ja geschickter, wenn du dann vorfährst, ne? Na, Quatsch, fahr du nochmal. Bei der nächsten Aufnahme fahre ich dann vor. Okay. Ja. Okay, Kai. Wortwitz. Ja. Das ist so wie mit dem Malte da irgendwann, ne? Ein Malte, mehrere Malteser. Hat er auch noch nie gehört. Wo ist die dann, diese Podcaster-Kohlfahrt? In Oldenburg. Oldenburg. Ja, ist von mir auch immer ein gutes Stück weg hier. Ja. Ich habe das. Da war ja irgendwie letztes Wochenende war ja so ein Podcamp da, ne? Ja, in Köln, ne? Das habe ich leider zu Köln, spät ja. mitgekriegt. Also das habe ich erst am Sonntag oder so mitgekriegt, als schon wieder vorbei Echt? war. Sonst, ich hätte das Okay. Wochenende sogar frei gehabt. Ja, siehst du mal. Aber hätte ich eigentlich hinfahren können, ne? Ja. Naja. Oh, ich glaube, hier kommt gleich ein Blitzer. Wie schnell darf ich hier? 70? Ja, okay. 90. Nee, 70. Da stand ein Schild mit 90. Ach so, aber hier mein Navi sagt 70. Ja, meins auch. Aber vielleicht dürfen wir als LKW in Skandinavien oder. Nee, Nur jetzt dürfen 70 wir. fahren, ja, denke ich mal. Jetzt dürfen wir 80. Ach, was weiß ich. Kein Plan. Ich auch nicht. Oh, ich habe gestern noch ein paar Runden ATS gespielt. Da bin ich jetzt Level 10. Wow. Na, da habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Nee. Nee, Also ich ich. ja, habe im Moment mehr auf der PlayStation gezockt. Ich zock da noch Assassin's Creed Black Flag. Da habe Ah. ich die Woche mal, ich war ja die Woche auch krank geschrieben. Ich meine, in meinen bzw. deinen YouTube-Clips in den letzten hat man gehört, dass ich ja, mir die böse Männergrippe eingefangen hatte. Ja, sei froh, dass du Und überlebt hast. ja, bin ich auch echt. Also ja, und deswegen habe ich ja Richtung Ende der Woche jetzt ging es mir dann auch wieder ein bisschen besser. Und dann habe ich halt eben mal so auf der PlayStation rumgezockt. Ja, ich habe im Moment mehr Bock auf ATS als auf ETS. Du wolltest ihn ja nicht spielen, also nicht let's playen eigentlich, Ja, ne? das war am Anfang ja auch ganz andersrum irgendwie. Da hatte ich weniger Bock auf ATS und mehr auf ETS. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt kommt. So, keine Ahnung. Ich glaube, mir gefällt es halt ganz gut, dass da auch richtig viel Verkehr ist im Multiplayer, ne? Ja, Irgendwie. das gefällt mir auch sehr gut. Gerade wo wir hier auf der Strecke waren, wo nur Stau war oder so, das ist ja ist schon cool, ne? Ich Wie bin jetzt da dann. einfach nur hier Gas geben und durch die Pampa fahren oder so. Ja, ich bin da neulich noch mal lang gekommen, also da ist immer Stau. Ja, naja, wir können uns ja mal so einfach verabreden zum Fahren, also abends mal oder wie du Ja. Zeit hast oder so. Ja, gerne. Ohne aufzunehmen oder du nimmst auf, bei mir geht's ja im Moment sowieso nicht. Ach, ATS auch nicht? Ja, der hat ja letztes Mal gesponnen, der Ja, aber ich ATS. denke, Also. das ging jetzt wieder. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Ich keinen Plan. Wie viel PS hat denn der DAF? Ich glaube 500 so viel nur. 580 oder so? Keine Ahnung. Weil du bist ja schon wieder am Berg hängen geblieben, aber Ja. habe jetzt schon Tempomat nur auf 80 stehen. Sollte ich mal die Achse noch runter machen?
Ja, ich weiß das nicht. Ich bin im ETS noch nie mit der Liftachse. Also ich habe noch nie ein Fahrgestell gehabt mit Liftachse. Du, das geht sogar während der Fahrt, kannst du die runtersetzen. Ja? Ich weiß nicht, ob das beim richtigen Truck auch geht, während der Fahrt einfach mal die Liftachse runterlassen. Ja, Vorsicht, Blitzer. Ja, das weiß ich auch nicht. Ah! Hat er dich erwischt, oder was? Nee, ich bin vom Gaspedal abgerutscht. Hatte ja gerade die Füße so ein bisschen überkreuzt, weil ich ja den Tempomat eh drin hatte. Ach so, ja, das kenne ich auch. Ja. Da fährst du so gemütlich durch die Gegend und dann musst du plötzlich abbremsen und dann... Ja. Ich habe mir schon überlegt, das Gas und die Bremse da auf den rechten Knüppel da zu legen, auf diesen Plus-Minus. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt geht, dann ohne Pedale zu fahren, weil, ja. Achso, doch gehen dürfte das, ja. Naja, aber gut, wenn ich dann bremse und Gas gebe, dann, also wenn ich das manuell mache ohne Tempomat, dann möchte ich ja schon ein bisschen Spielraum haben, um das zu steuern. Guck mal, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich hier lang fahre, habe ich das Gaspedal ja auch nur so ein bisschen durchgedrückt. Ich gebe immer voll Gas hier. Oh wow, wir haben mal einen Spieler gefunden. Was? Hier ist gerade einer lang gefahren, ja. Ja. Cool. Weil jetzt muss ich mich erstmal wieder daran gewöhnen, dass ich an roten Ampeln hier nicht rechts abbiegen darf, so wie in Amerika. Ja, das ist schon, ja. Das ist wie wenn man in England fährt und dann auf der linken Seite fahren muss. Mhm. Hast du den Timer überhaupt gestellt? Hat da. So nach 2 Stunden irgendwann, Mensch, sind nicht bald die 20 Minuten mal um. Ging heute aber lang. Geschmeidig hier durch den Kreisverkehr gefahren. Ja, hier ist aber auch einer am anderen, ne? Jo. Mensch, hör auf zu blinken. So. Blinkt doch gar nicht. Nee, meiner hat eben noch geblunken. Geblunken? Schnellspeichern gemacht zwischendurch. Warum das? Ja, mache ich immer alle paar Kilometer vor sich selber. Echt? Habe ich noch nie gemacht. Habe ich mir vor allem im ATS so angewöhnt. Wenn dir dann doch mal einer reinbrezelt, dann kannst du nochmal neu laden. Ach so. Ich wüsste jetzt gar nicht, was da für eine Tastaturbelegung ist oder so. Ich glaube, standardmäßig ist da gar keine belegt. Ich habe es jetzt bei mir auf F12 gelegt. Wieso blinkst du rechts? Weil ich hier lang fahre. Ah, okay. Graue Straße gelb machen. Ja, gute Idee. Die habe ich nämlich auch noch nicht. Ah, okay. Ich fand das übrigens in den ich weiß jetzt gar nicht, ob es in der letzten ETS-Folge auch noch war, aber in der vorletzten ETS-Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, so lustig, ja, wenn man beide Videos nebeneinander guckt, über dieses Vigo-Sync, Link in der Videobeschreibung, also in der hier jetzt natürlich nicht, aber in denen davor, ne, da kann man beide Videos nebeneinander gucken, bla, die meisten von euch werden das jetzt schon kennen. Man kann die Videos auch einzeln gucken. Worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Achso, ja, dass es bei dir ja die ganze Zeit geregnet hat und bei mir Sonnenschein war. Ja, das ist auch, ja, das war witzig. Also ich fand es nicht so witzig, weil ich mag kein Regenwetter. Ja. Ach, das hier ist, wo man wieder in das Schiff reinfahren muss, oder wie war das, ne? Ich weiß gar nicht, war das hier? Ich glaube. Ich wollte fast geradeaus fahren hier. Ne, wir fahren nicht ins Schiff rein, das ist hier ohne ins Schiff reinfahren. Ohne Schiff? Ja, eine Schifffahrt ohne Schiff. So, 790 Euro.
Der Hightower ist schon weg. Nach... Oh Gott, wie heißt das? Gütnian? Keine Ahnung, da gibt es ja nur ein Ziel. Gütnian? Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Ich auch nicht. Huch. Aber Bild bekomme ich von Calais angezeigt. Der Kai ist in mir. Ich brauche mal schnell zurück hier. Ja. Wo geht's denn nicht? Ich habe hier auch die ganze Zeit so eine Warnleuchte. Ich weiß gar nicht, was da leuchtet. Aber ich muss mal gucken. Hat der jetzt da die Liftachse? Ja, die Liftachse ist unten, aber ich habe die Lampe, brennt immer noch irgendwie. Hm. Immer noch die Lampen brennen schon wieder. Achso, ich kann ja schon wieder die Lampen an, ja. Ist rot, wa? Ja, ist rot. Ist grün. Grün? Ist grün. Ist rot, ist grün. Fährst du auch links, rechts, links? Ja, ja. Links, rechts, links. Oh, Hightower kickt von selber. Reporting for reckless driving. Gdansk. In Danzig tanze ich. Ich glaube, den habe ich auch schon das ein oder andere Mal gebracht. Ja, aber da fahren wir ja gar nicht hin. Nö. Wir fahren ja nach, ja. Weiß schon nicht mehr. Also ich fahre nach Krakau fahre ich. Hahaha, ich hab's doch gewusst. Bringst du mir eine Krakauer mit? Jo, kann ich machen. Das ist gut. Hätte ich jetzt Appetit drauf. Ui! Der überholt da. Zeig dir mal, der darf hier, wo der Hammer hängt. Da hat das Bier drauf, der Guy. Das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen hier. Wie ich bremse. Da ist alles verloren. Ja, ich werde nochmal schnell zwischenspeichern vor sich selber. Na, ich meine von der Geschwindigkeit, die kriege ich dann nämlich nicht mehr aufgenommen. Ach so, ja. Wenn er mal rollt, rollt er, weißt du? Ach, das meinst du, ja. So, wenn jetzt gleich irgendwie mal hier was kommt zum Anhalten. Ach so, ja. Rastplatz oder so. Aber keine Ahnung. Eine Mautstelle kommt gleich. Oh ja, das ist gut, dann können wir da mal anhalten, weil gleich ist der Timer abgelaufen. Sollen wir dann vorne dran anhalten oder? Ja, irgendwie wie es passt. Oder wir können auch hinten dran anhalten. Hinten, da ist ja so ein. So ein Bettending. Ja, genau. Da musste ich jetzt aber in die Eisen gehen gerade. Echt? Ja. Sorry. Ach, macht doch nix. Hier sind irgendwo immer Blitzer oder so. Ach ja, stimmt. Aber es blitzt Dings irgendwie gar nicht. Alter. Mist, 2 Zentimeter zu früh angehalten. Edge. Ach da, oh, jetzt müssen wir scharf rechts rauffahren hier. Ja, nur mal zu. Wenn ich das gewusst, wäre ich an den ganz rechten gefahren.
Oh, das passt ja ganz gut. Das ist ja echt auf die Minute. Ja, sieht lustig aus mit unseren beiden Bohrern hier. Ja. Ah, jetzt ist der Laternenpfahl hier gerade blöd zu mir. Soll ich noch ein Stück vorfahren? Nö, passt schon. Ja, ich sagte mal tschüss, winke, winke und bye bye, bis zur nächsten Folge. Jo, ciao, ciao.